32 Angler. Yeah! 16 Boote. Richtig geil, Alter. 9 Nationen. Yeah! 3 Zielfische. Ui, 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 ui. 2 Zonen. Oh, das ist so böse, ey. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano. Closer to nature, closer to people. Dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Und der Anglerschmiede. Dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe YPC-Boat-Fans und herzlich willkommen zur 11. Folge und damit zum entscheidenden zweiten Angeltag in Gruppe B. Während des ersten Tages in Zone West haben Dietmar, Isaias und André Schmidt von Team Westin gleich mehrfach ihren außergewöhnlichen Instinkt bewiesen. Mit bereits 6 Wertungsfischen in guten bis sehr guten Größen können sich die beiden nun voll auf die noch fehlenden Zander konzentrieren. Ebenfalls gut gestartet sind die beiden Niederländer von Quantum. Zwar mussten Henry Fiss und Gerald Vierhout nach einem famosen Vormittag in den Nachmittagsstunden ein wenig federn lassen, mit 3 Barschen jenseits der 45-Zentimeter-Marke und 5 Wertungsfischen insgesamt, steht aber auch für die beiden Locals das Tor zum Halbfinale weit offen. Dabei noch ein Wörtchen mitzureden hat sicherlich das B1 Bootscenter. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten haben sich Paul Kraus und Frank Schaper herangekämpft und konnten ebenfalls schon einige gute Barsche in die Wertung bringen. Also alles noch drin. Und eines darf man bei den beiden nicht vergessen. Falls es am Ende heiß hergehen sollte, sind die Brandenburger für gewöhnlich kalt wie eine Hundeschnauze. Neben guten Nerven braucht das Team Hummingbird hingegen ein kleines Wunder, um heute tatsächlich noch eine Runde weiterzukommen. Dabei haben die Fische bei Fred und Louis sogar gut gebissen. Leider allerdings fast ausschließlich pubertäre Barsche, Winzlingszander, etliche Mini-Hechte und eine Trümmerbrasse. Immerhin konnten die beiden Entertainer am Ende zumindest einen maßigen Barsch in die Wertung bringen und haben außerdem bereits zum Abschluss der letzten Folge angekündigt, dass sie heute Großes vorhaben. I've been giving you the worst. Now you wanna stay the night. Pretty how you were caught for me. We're forgetting how to talk. Nah, I don't like no humble beats. Freunde, es wird heute eine ganz aufregende Nummer. Heute kommt das Comeback des Jahres. Fred, we are known for that. Comeback of the century. Really, it's gonna be epic. I hope the camera guy have enough batteries on board to film this blockbuster. This will be like scripted Hollywood movie. Ja, der Plan ist es jetzt direkt am Anfang. Wir sind auf dem Hollandsdieb und das ist ein bekanntes Gewässer für Zander. Wir brauchen aber noch Barsche, eigentlich 2, und wir brauchen noch 2 Hechte. Wir wollen deswegen zur ersten Stunde einmal versuchen, die Zander zu bekommen, pelagisch, damit wir dann wissen, ob wir dann noch weiter unsere Zanderspots befischen müssen oder nicht. Deswegen einmal schnell pelagen, hoffentlich die Zander fangen und dann auf Hecht und Barsch angreifen. Let's go. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe YPC-Boot-Zuschauer. Der André und ich, wir haben das Boot gewechselt, wie ihr seht. Wir haben von einem Ferrari sind wir auf einen Skoda übergewechselt. Aber wir sind zwar nicht die schnellsten, aber vielleicht fangen wir trotzdem damit Fische. Richtig. Wir wollen heute ein bisschen pelagisch angeln, aber nicht wirklich im Mittelwasser, sondern die Fische am Boden suchen, weil wir brauchen 2 Zander. Wir brauchen 2 Zander, um alles voll zu machen. Und dann schauen wir mal, was dann noch geht. Wir haben heute natürlich überhaupt keine Ahnung, was unsere Mitstreiter fangen. Also das heißt, wir müssen auf Nummer sicher gehen, deswegen auf die Zander. Genau, die WhatsApp-Gruppe ist geschlossen. Wir müssen die Fische zwar noch posten an Toni, aber wir wissen leider nichts. Wir wissen nicht, was die anderen fangen, deswegen ob die anderen fangen. Deswegen wird es sehr spannend. Genau. Und wir fangen gleich um 8 Uhr wirklich, also 8 Uhr ist ja der Start, aber wann wir an der Angelstelle da sind, das dauert ein paar Minütchen mit meinem Bötchen, dann werden wir sofort mit der Power Hour beginnen. Denke ich auch. Und die ziehen wir gleich durch. Und danach wird der Rest vom Tag geworfen, 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 geworfen. Und ihr seid dabei, wenn wir die fetten Zander fangen, hoffentlich. Er wieder, ne? Wir
An ihrem zweiten Angeltag fischen die Teams in Zone Ost und starten gemeinsam auf dem Hollandsteam. Wie schon gehört, wollen sowohl der Tabellenführer als auch das Schlusslicht gleich am Morgen die Power Hour nutzen, um möglichst schnell die schwer zu fangenden Zander in möglichst guten Größen abzuhaken. Dafür fährt Westin am weitesten und startet ziemlich zentral im Hollandsteam. Hummingbirds erster Pelagic Spot ist deutlich näher. Quantum ist in der Nähe der Slip-Stelle geblieben und versucht zunächst einen Hecht beim Frühstück zu überraschen. B1 haben ebenfalls schon die Zander im Hinterkopf, probieren aber nach einem kurzen Ritt auf der Hornet zunächst noch etwas anderes. Tag der Entscheidung ist es heute, Paul. Wir liegen ein bisschen zurück. Wir brauchen heute auf jeden Fall Hecht und Zander ist das Thema. Starten wir auch gleich. Wir sind nicht weit gefahren zum ersten Spot. Ja, wir driften jetzt erstmal eine Drift hier vorne auf Hecht ab. Und dann ist unser Plan, dass wir die Zander pillagen. Ja, und dann noch, Leute, wie ihr seht, wir sind heute auf der kleinen Hornet unterwegs auf einer Finmar 475 Evo Tiller. Das ist unser Plan. Wir gehen aufs Ganze. Wir wollen die Power Hour nutzen und pelagisch versuchen, Zander zu bekommen. Die Stunde müssen wir uns diesmal, ja Paul, ich hoffe, wir finden den Fisch und dass er auch beißt. Kriegen wir schon hin. Wir sind auf jeden Fall motiviert. Ja, drückt uns ab die Daumen, jetzt, Leute. Jetzt wird erstmal geschettert. Jetzt geht's los. Okay. We're here at the first spot of the day, close to the ramp, try it for like 20 minutes. The idea is to start with a pike in the morning and then switch to the zander fishing, and hopefully we can switch back to the pike fishing later in the day because the wind is picking up in the afternoon, and I feel that helps for pike fishing, so we need to catch the zanders before the wind kicks in. That's the plan for today, and hopefully we can show you some nice fish today. Yeah, so this is my start setup. This is for pike, the freak of nature, and then the color, the perch fire tiger. The rod is the purple haze, 12 to 54 grams, length of 2 meters 25, and the reel is the used vapor. And it's a nice combination for this type of sheds, for the bigger sheds for the pike. So it's a nice setup. So let's catch some pike with it. Yeah, so we're gonna start with a jig, and we're gonna fish with onion sugar and motor oil color first. We're gonna switch from one to another one, trying to see which one is the best. Yeah, pelagic is a new thing for a lot of fishermen. It allowed us to see the fish and the reaction, which is one thing, and it might look easy, but in fact it's not, because at the end it's the fish that decide if they want to bite or not. The phase of activity doesn't happen when you fish pelagic. You need to still find the fish, you need to still find the activity of the fish, the right color, the right movement, and it's a very, very precise game. So it's not something that you're gonna succeed with at once. You're gonna learn a lot first before you really succeed. It's quite difficult, and that's the reason the master is doing it before me, because I'm more new to the game. Ja, erstmal machen wir unseren Köder mal fertig. Einen entsprechenden Twinties, mein Lieblingsfarbe, Baitfisch, so was Bräunliches. Oben der Haken rein, gucken, ob das schön im Wasser steht. Da steht sehr schön im Wasser. Jo, da steht sehr schön im Wasser. Bei mir muss das immer lecker aussehen, weil das Auge ist mit. Dietmar versucht es jetzt über das Livescope. Wir versuchen gleich hoffentlich ein oder zwei Zander zu bekommen. Und während er pelagisch über das Livescope fischt, versuche ich parallel zu werfen mit dem Dropshot. Hier ist der Köder, auch die Farbe Baitfisch, mit dem Stinger montiert. Ansonsten ganz normales Nosehooking. Und wie wir es gerne machen, das Schwänzchen ein bisschen eingefärbt. Power Hour startet. Es ist 7:45 und ich fische jetzt mit dem Gummifisch dicht über dem Boden. Schau mal, ob für den einen oder anderen Zander, der faul am Gewässerboden liegt, jetzt am frühen Morgen zu einem Frühstückssnack überreden können.
Jesus. Oh, this one is a Quasimodo. Quasimodo. Quasimodo fish, man. Yes. The fish looks like a little bit like our first day fishing, huh? I saw that with some pikes before, but never with a Zander. This is not a swim bladder. This is something else, man. This one is a survivor. Okay, then we're gonna check the size of this little balloon. 56 and a half. Ich hab den mal so rum, dann sieht der Zander wenigstens normal aus. Wahnsinn, der erste Fisch für uns heute. Ich bin happy. Leider müssen wir uns ein bisschen beeilen heute, weil wir wollen jetzt in der Power Hour ein paar Fische fangen. Also, weiter geht's. Go, go, go. Bisher halten Fred und Luis ihr Versprechen. Eigenartiger, aber wichtiger Fisch zum Auftakt. Wie wir gehört haben, ähneln sich die Strategien der einzelnen Teams zu Tagesbeginn. Während Westin und Hummingbird aber schon jetzt fleißig pelagen, treibt B1 in der Morgensonne den Hechten entgegen. Jetzt kommen wir in den ganz heißen Bereich. Hier vermuten wir einen Hecht. Wenn alles klappt, müsste er gleich da sein. Pike Paule muss es richten. Ja, wir fischen hier mit relativ kleinen Ködern auf Hecht. Also die Trainingstage haben sich gezeigt, dass die großen Köder ja, nicht so gehen. Haben wir am ersten Tag ein bisschen auf Big Baits und Spin Baits gesetzt. In der Regel sind die kleinen aber besser gelaufen. Wir haben jetzt Blade Jigs oder Shutter Baits dran. Und versuchen jetzt hier, hier kann eben alles raufgehen. Hier kann der Barsch raufgehen, der Zander. Aber hoffentlich erstmal der Hecht. Ein schöner Zander wäre auch nicht schlecht. Wäre auch schon nicht verkehrt, ja. Ja, wir sind heute ja mit der Hornet unterwegs, mit der kleinen Hornet, wie wir sie nennen. Das ist eine Evo 475 Tiller, eignet sich hervorragend zum Pelagen. Das Boot hat einen 100 PS Honda Motor dran. Ja, läuft damit, also läuft auch schon sehr ordentlich. Fast 70 Stundenkilometer oder über 70. Über 70, ja. Je nach Abstimmung. Technik und E-Motor ist von Garmin. Wir starten ja, sind ja unsere Hauptsponsoren Honda und Garmin hier für den YPC. Der Motor Force 36 Volt. Batterie haben wir hier verbaut von Rebicell. Der Motor führt uns jetzt hier mit Gestensteuerung praktisch an den Spot lang. Hat Paul sehr gut eingestellt. Wir driften hier ganz ruhig, entspannt. Und wie alle Finnwal-Boote ist dieses Boot ausgeschäumt, also, und geschweißt. Also das merkt man, das fährt sich so sehr fest und sicher. Also man hat zu keiner Zeit hier irgendwie ein ungutes Gefühl, dass man auf einem zu kleinen Boot ist. Deshalb mögen wir das Boot ganz gerne. Ist auch eins der verkaufsstärksten Boote in der Familie. Ja. Gibt es mehrere Arten. Es gibt die Tiller-Variante, also 475 Tiller, wo wir jetzt drauf sind. Dann gibt es die 475 DC, heißt Doppelkonsole mit Steuerstand. Und eine seit letztem Jahr neu, muss man sagen, eine SC, also Single-Konsole, gibt es ja auch für die Leute, für alle Freunde, die mit Steuerstand unterwegs sein wollen. Also ein sehr vielseitiges Boot, von der Größe auch sehr kompakt. Leicht zu trailern, das ist auch wichtig. Wir haben hier einen 1350 Kilo Trailer drunter. Damit, den kann sich auch fast, also jeder PKW kann dieses Gewicht ziehen. Damit ist es einer der Verkaufsschlager bei uns. Ja, wir brauchen Fisch. Nutzt alles nichts. Oh! At the follower bike. Okay, was it a big one? No, I think 70 plus. Okay, maybe switch to a smaller lure, like a small crankbait or something. Because I also had a small one here. Yeah. You will switch or? So what this would be that you would change, you had the lighter rod or give me that rod. Oh yeah, then, okay, I can switch. Follow a depth of 3 meters here, just outside the vegetation, because that grows between like 1.5 and 2.7 meters. So then we are very close to the vegetation, so we can cast precisely and just
on the edge of where the vegetation stops, that's the most interesting spot for the big pikes. And so it's important to be very accurate on the where you put the boat. Otherwise you put the boat on top of the fish and the vegetation, and that's not good. Saw a pike, so let's switch for a bit smaller lure. So maybe that will give some more action. Sieht alles sehr versiert aus. Trotzdem lassen sich die Hechte sowohl bei B1 als auch bei Quantum noch ein wenig Zeit. Die Zander scheinen im Vergleich schon etwas munterer. Ja. Ab. Ist ab. Köderwechsel hat's gebracht. Bom. Schöner Biss. Guter Fisch. Weiter geht's. Ich denke mega, mal. Mega tief, ne? Ja, ich denke mal, die. Wenn du kannst, dann versuch ein bisschen nicht so viel über meine Stelle zu fischen, weil das hat die definitiv, das verscheucht die. Vielleicht, dass du, wie gesagt, ja, hinter dem Dings fischt, weil. Werf ich weg, ja. Das war, eine frische Ecke gewesen, das kannte noch keiner von den Zandern. Also von daher. Ja, Didi sucht übers LiveScope die Fische. Und ich fische ja, wie gesagt, mit einem Dropshot-Rig. Mit einem 14 Gramm Tungstengewicht von uns unten dran. Und versuche, den Köder in Zeitlupe über den Grund zu schleifen, um auch die trägen Zander nochmal zu wecken da unten. Langsame Führung oder wenig Bewegung ist manchmal mehr. Man muss es ein bisschen ausprobieren, auf was die Jungs stehen. Normalerweise wollen sie die langsame Bewegung. Man kann den auch einfach mal nur hinterm Boot herschleifen in Zeitlupe. Ganz wenig Bewegung. Ab, wieder, es gibt es doch nicht. Ja, wieder ab. Es gibt es doch nicht. Wir fahren weg. Hauen wir ab? Ja, wir hauen ab. Ja, die Fische waren nicht so richtig aktiv an unserem Platz gerade. Und wir versuchen den nächsten Platz jetzt anzufahren. Das ist klar, wir fahren den an und hoffen, dass sie da etwas aggressiver sind und mehr Hunger haben. Träge Fische verleiden Westons Kapitän den Spot und auch den Zandern bei Luis und Fred fehlt die letzte Entschlossenheit. Jetzt! Yes! Auf! Shit! Yeah, there's different way of doing pelagic. Some drive their boat with the engine on the back. And we drive much more a little bit bass style. So from the front we have the Ultrax, which really we like, because then we can steer it with 1 foot. And then have 2 hands available, so we don't steer our boat with a remote control. We steer it with the feet. We have a foot control pedal, and that's allowed us to really fish. One guy can make it all, and we can like this really go from one place to another one, go around, and we think it's a little bit more precise and also more quiet than running with a big engine. So that's the reason we have these settings with the Minn Kota Ultrax in front, one screen with the map, one screen with the Mega Live, and then like this we can be very, very precise. So, wir machen jetzt den ersten Spotwechsel. Das mit den Hechten jetzt am frühen Morgen hat leider nicht geklappt. Wir fahren jetzt erstmal an einen Zander-Spot und gucken, ob wir die Zander kriegen. Früher morgen waren die immer noch am besten drauf und die meisten Fische drauf. Ja, geht los jetzt. Zeit für die ersten Spotwechsel. Westin setzt die Power Hour etwas weiter westlich fort. B1 dagegen bewegt sich Richtung Osten, sodass die beiden Boote jetzt relativ nah beieinander stehen. Okay, well, I also switch from lure. This is the Freak of Nature Perch, and it has a really cool action because it has a jointed body and also a swimming tail. And it comes already with the hooks in the store, so you can directly start fishing with it. In this area there's a lot of small perch, and I think the pike like that, so that's why I choose for the perch color. So I tried the loudmouth, the old school, but yeah, I still get a lot of weed, so let's switch to a spinnerbait. It's the 4th Street spinnerbait, 21 grams with a BS shed on the trailer hook,
So let's give it a try. Okay, I'll move a little bit more and then we go to the next spot. I like to move it, move it. What do you say? I like to move it, move it. Da kommt wieder einer, komm, ein bisschen mit Schwung. Ja, sieht gut aus. Der ist gut, ne? Der war gut. Mega frustrierend ist das, wenn man sie sieht. Und, aber ist auch das Geile an dieser Angelei. Also ich habe das große Vergnügen, mit dieser Technik als einer der ersten fischen zu dürfen, vor vielen Jahren mit Garmin. Und ich liebe es. Hab manchen Tagen auch kaum was gefangen, aber wenn es geknallt hat, dann war es gut. Aber man sieht so viel Fisch, man lernt auch extrem viel. Das Farbe, was ausmacht, Bewegungsmuster, was ausmacht und. Also so viele Sachen, die man sonst gar nicht mitbekommt. Klar, wenn viele sagen, es ist kein Angeln, das ist ja wie Pac-Man, aber trotz des Ding fange ich einen Fisch. Ich habe zwar nur zwei Bisse gehabt und that's it. Also das heißt noch lange nicht, weil man es hat, dass man dann auch sofort Fische fängt. Man sieht halt viel und das macht auch irgendwo Spaß. Weil sonst fischt man wirklich im Trüben. Und bei dieser Technik ist das echt schon richtig geil. Ich chicke jetzt mit Parallelwürfen an der Kante entlang, manchmal ins Flachwasser, fische die Kante runter mit dem 12er Shetties. Leichter Kopf, 10 Gramm. Könnte eventuell auch mal ein Hecht noch mit einsteigen, den packt sich auch ein Barsch. So ein Allround-Köder, mal gucken. So Freunde, jetzt sind wir am nächsten Spot angekommen, kurz nach 9. Wir haben eine Stunde versucht am Buhnenkopf, da hatten wir im Training schon mal Hechte, da einen abzugreifen. Mit Chatterbaits ist leider nicht gelungen. Jetzt aber auf der Mitte haben wir hier eine Bojen, ja, an bestimmten Tiefe im 8 Meter Bereich und da versuchen wir mal im Freiwasser einen Zander zu erstöbern mit Live-Technik. So ist der Plan und danach machen wir den ganzen Tag weiter im Flachwasser schattern auf Hechte und vielleicht kommen noch ein paar Zander. Guck mal hier, ein Aal, ein Riesenaal, Leute. Ja. Ja. Guck mal. Boah, der hätte einen Meter. Ja. Wenn so groß der Zander wäre, wäre das schon cool, Leute. Also drückt die Daumen. Runter, 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 stopp. Jetzt gucken wir mal. Ja, ist schon dran. Stopp, stillhalten. Ist dran am Köder. Ah, ist wieder abgedreht. Das war schon der erste. Puh. Das war schon so ein siebter Zander gewesen. Ja, Leute, diese Angelei ist so spannend, den Fisch zu suchen. Zu schauen und dann, also wir haben schon ein, zwei Fische bekommen jetzt nach den ersten fünf Minuten, die aber dann nicht gebissen haben. Das ist eigentlich auch mal die Erkenntnis, wie viele Fische man anfahren muss, bis mal einer beißt. Und das ist natürlich unter der Anspannung hier. Ja? Also Paul gibt Kommando, so wie es losgeht, fährt jetzt, es gibt ja auch verschiedene Taktiken. Paul hat praktisch den Geber, einen Geber nach hier ausgerichtet. Und ein quer. Zwei Live-Scopes über Kreuz, ja. Im Down-Modus. Und jetzt suchen wir die Fische. Da kann man die Fische natürlich jetzt am genauesten anfahren. Also die Fische haben jetzt hier auch in den letzten Tagen unterm Boot gebissen, was eigentlich für Holland nicht so typisch ist. Weil die Fische hier schon echt hart befischt werden. Es auf jeden Fall ist jetzt so ein Kick mehr. Man guckt, man schaut, ist auch so ein Teamwork. Einer fährt, der andere hat die Angel drin. Oder wenn wir zu Hause sind, machen wir doch mal, jeder darf mal oder hat mal 10 Minuten Zeit wie so ein kleines Battle. Das sind echt, also ist eine echte Begeisterung, echter Fun. Diese Technik, seitdem die da ist, Paul, wa? Ja, ist also man krass. Lernt die Fische ganz anders kennen, das ist einfach Fakt. Turning, coming up. Following, following. Come on, be nice. Man. This is it. This was the last try. Unsere Power Hour ist vorbei. We got 2 fish on. One we managed to get out. Yeah. That's a start. That's a start of the day. It's a start. It's a start. Let's make it. No. To the next. Ärgert mich, ärgert mich. Egal, wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn dieses Gewässer ist tidenabhängig und wir haben jetzt ablaufendes Wasser. Beim Training war das gefühlt ein bisschen besser hier in dem Gewässer, deswegen ja, geben wir jetzt Gas und fahren jetzt kurz ein bisschen Hecht angeln.
Wir haben jetzt schon viel darüber gehört, wie aufregend die pelagische Angelei doch sei. Bis hierhin aber können wir jedenfalls konstatieren, besonders erfolgreich ist sie heute bisher nicht. Hammondbird wechselt also nach Ablauf der Power Hour den Spot und konzentriert sich jetzt erstmal auf Hecht. Wie sieht es bei André und Dietmar aus? Ja, Power Hour für die Katz. Zwei Fische drauf, das wären sie gewesen, das war auch die Taktik. Power Hour, zwei Zander fangen, abhaken und dann irgendwas upgraden. Aber naja, der hat doch zumindest zwei Fische ein paar Zentimeter vom Boden hochgelupft. Aber das reicht leider nicht. So, jetzt geht's zu Plan B. Ich hasse Plan B, aber bleibt mir nichts anderes übrig. Ich hasse Plan B, aber er scheint zu funktionieren. Guter Fisch. Okay. Bam. Die Power Hour war 10 Sekunden aus. Ich mache einen Wurf. Und jetzt kommt und der Power André. Zander. So. That's fishing, Leute. That's fishing. 56, 57. Der Maul ist zu. 56,5 ist drüber hier. Ja, 57. Da ist er. 57, erster Zander. Zum Glück. Jetzt versuchen wir uns noch einen zu holen. Der geht schnell zurück. Nach einer Stunde Dauerfeuer mit schwerem Geschütz ist es am Ende doch ein klassisch gejigter Shatties, der den gewünschten Erfolg bringt. Vielleicht ganz ermutigend für all diejenigen, die beim Angeln nicht auf die allerneueste Technik zurückgreifen können. Dank Andres Fang baut Weston die Führung aus und benötigt jetzt nur noch einen weiteren Zander für die Full Card. Wie sieht es derweil am anderen Ende der Tabelle aus? Hammondbird ist inzwischen am Hecht-Spot angekommen und hat sich offenbar ein wenig Inspiration bei der Konkurrenz geholt. Ja, der erste Köder, den ich jetzt hier fischen werde, wir angeln im Kraut, ist ein Spinnerbait. Ich habe gehört, die sollen ganz gut sein. Ich habe YPC Boot letztes Jahr geguckt. Deswegen werden jetzt die ersten Würfe damit gemacht. Aber gleich nochmal durchwechseln. Ein bisschen den Fett Louis hier überm Kraut leiern. Mal schauen. Mal gucken, worauf sie reagieren. Fisch! What the fuck is this? I don't know. Yep. Yes! Plant yes, worked! Man. Yes! Nice, Fred. Not the huge one, but it counts. 71.50. Now we start to feel better. We are not there yet, but at least getting some fish on board make us feel good. Yes. Good job, man. Okay. Let's go. Der neue Spot bringt sofort Fisch und Fred ist aus dem Häuschen, auch wenn sich an der Platzierung vorerst nichts ändert. Trotzdem muss man sagen, der zweite Tag läuft gut an für Hammondbird. We are on a spot with a lot of grass and we fish above the grass with a spinnerbait. Fairly small spinnerbait because we need every fish and we want to be able to catch perch as well as a pike. So for the moment we take it all. We don't really target big fish, we target all fish. Hopefully we can get a big one in between. And then after when we feed the card, the idea will be eventually to really fish bigger bait. But for the moment we need to catch up with numbers. So let's go. Vom 7. bis zum 16. Mai die Shimano Week auf Hecht und Barsch.de. Je 50 Euro Einkaufswert bei Shimano-Produkten automatisch ein Los im Lostopf sicher. Der Gewinner erhält einen sagenhaften Shimano-Gutschein für unseren Shop im Wert von 2.500 Euro. Die Shimano Week auf Hecht und Barsch.de.
Willst auch du die unvergleichbaren Emotionen beim Fangen erleben? Ob Expertentipps für Angler oder Angelscheinkurse für die, die es werden wollen? Einfach auf anglerschmiede.de einen Experten- oder Angelscheinkurs buchen und mit dem Gutscheincode YPCBOAT ein Köderpaket im Wert von 80 Euro sichern. Da ist er. Das ist ein Riesending, ja? Ja, ist ein richtig großer Zander, aber der steht super flach. Da ist er. Pendel mal so rüber. Der schwimmt schon wieder weiter. Und? Kannst du schon mal reinholen. Ja. Ah, war nicht gut? Doch. Jetzt runter. Da, der kommt schon. Stillhalten. Ah, hat sie erschreckt. Kommt nochmal. Der kann sie nicht entscheiden. Der ist aufgeregt. Bisschen runter den Köder. Runter den Köder. Nee, schwimmt weg. So Leute, 40 Minuten sind rum. Wir haben noch 20 Minuten. Die Spannung ist Wahnsinn. Einige kennen das wahrscheinlich von der Bootsübergabe, da versuchen wir ja auch immer in kurzer Zeit einen Fisch zu fangen. Da wisst ihr, wie das ist. Und selbst hier in Holland ist es nicht so einfacher. Wir sind auf jeden Fall dran, Leute. Drückt die Daumen, dass es klappt. Paul ist gut drauf, muss man sagen. Ja. Kann nicht mehr, die Fische müssen bloß wollen, die müssen gut drauf sein, sind sie bisher nicht. Okay, we're starting our power hour. We do the pelagic fishing for Zander. Therefore, we use the Quantum Pelagic Sheds. This is our newer Harry Mary. And we use the 80 grams jig head. We also have them in 50 and in 30 grams as well for belly boat fishing, for example. And the water is pretty clear, so we choose for a natural color. Gerald is using the brown one, and this is our second rod that's ready to switch. And we have a special rod for this. This is our newest Smoke S3 Plus. This is the vertical, and it's a really, really powerful rod till 70 grams. So you can set a hook because you use quite big baits, big jig heads, and we match it up with the Aquarist bait caster with a fast gear ratio, because when you set the hook, fish will come up and you have to retrieve your line very quickly. So let's go for it. Kaum zwei Stunden rum und jetzt nehmen auch Gerald und Henry früh ihre Power Hour. Obwohl die Fische noch nicht so ganz im Wettkampfmodus sind, ist also auf jeden Fall klar, hier ist Druck auf dem Kessel. Er ist zu klein. Er ist zu klein. Ich mache ihn gleich los, ne? Zack, ist schon los. Und tschüss. Das war's mit dem Köder. Egal, gut gemacht. Driften. Ja, leider nicht der erhoffte Zielfisch, war ein kleiner Hecht. Aber unser kleiner, den wir in der Wertung haben, ist 75 und der war, ja, vielleicht 60. Ahnung, 60 vielleicht, also bringen wir uns nicht weiter. Sowas. Aber der Köder bleibt natürlich dran, die Farbe Fireflake, 9er Shetties. Never change a winning team. Jetzt hoffen wir, dass noch ein Zander kommt. Ja, die Taktik sieht jetzt folgendermaßen aus. Der Wind ist jetzt ein kleines bisschen stärker geworden, nicht viel, aber man merkt es schon und wir lassen uns jetzt wirklich vom Wind driften und treiben. Haben den Elektromotor nur ab und zu mal an, um ein kleines bisschen zu korrigieren. Und wir machen jetzt Strecke. Wir wissen, dass die Fische so zwischen, ja, um die 6 Meter, 7 Meter sitzen, wie die Zander. Das Wasser ist auch kurioserweise deutlich klarer, als wir das vom Holland Deep gewohnt sind. Also man kann den Gummifisch hier deutlich guten Meter sehen und hat auch wahrscheinlich mit den zwei, drei extrem starken Regennächten zu tun. Und ich glaube nicht, dass das den Zandern in irgendeiner Form gefallen hat. Nichtsdestotrotz, wir müssen damit leben. Und das heißt, wir haben jetzt vor, Strecke zu machen, driften, Gummifisch schnell zügig einkurbeln, Faulenzer-Technik, bis es Tock macht. Es hatte sich bereits in den Gruppen gezeigt, die am ersten Tag in Zone Ost geangelt haben. Das ungewöhnlich klare Wasser und der starke Lichteinfall im Hollands Deep machen den Zandern offensichtlich zu schaffen. Gute Gelegenheiten bieten sich deshalb nicht allzu oft. Jedenfalls bisher. Oh, fuck. Oh. Oh, that's really bad. It was a nice sander. It feels heavy on the rods, but yeah, that's fishing.
sometimes you have that, you can lose a fish. So let's go for the other one. It so, was pretty quickly. Yeah, they are active, so that's good. Okay, your rod is ready. That's a really nice sender. Yeah. There it is. Okay, let's have a look. It's 64. Der Vielbiss bringt Gerald und Henry aber mal so gar nicht aus dem Konzept. Bei den beiden Locals wirken die Zander deutlich weniger träge als bisher gesehen. Mit dem bis dato besten Zander schiebt sich Quantum wieder an Westin heran. Mit entscheidend für den Erfolg ist zweifellos auch das überragende Teamwork der beiden Freunde. Yeah, we always fish, especially with competition, then we will fish boats an half hour. So and then we switch. Because if you drive the boat, then you have the better feeling also what the shad is doing. So that's that we like to boat and fish in the same time. So therefore, and yeah, otherwise one guy is sitting all day. So therefore we switch. So first half hour is my half hour and the second now is Henry's turn. So yeah, I think it's a good combination. And then you also have some time to, or get the sheds out the net and release the fish, and otherwise you have time to eat and do stuff like that. So that's always nice to have. So I think it's a good combination. So fish in half an hour and then we switch. Sind Ficker sind das. Gibt's ja wohl ja nicht, ey, Alter. Wir haben bestimmt 10 Fische angefischt. Gestern hat das noch so gut geklappt im Training. Hier steht schon wieder ein dicker Zander, ich weiß es nicht. Aber das ist klassisch Tournament. Da funktioniert eh nicht das, was man plant. Ja, Power Hours rum. Jetzt auf zum nächsten Spot. Jetzt wird Plan, ja, nächster Plan praktisch. Flachwasserzonen ab jiggen oder ab shattern. Gummis leiern. Wir brauchen jetzt, also die Chance ist da, dass man noch einen Zander hecht sowieso und die Zander sitzen auch in diesem Kraut. Wir geben alles, Leute. Ja, also bleibt dran. So, yeah, we fish for a while around grass and the advantage of the 360 is that I can anticipate. I can see if the grass disappears, if it's getting shallower or deeper. Of course, I can see the structure coming. I can see them all around, and I can pinpoint my my cast all the time. And here, for example, above this grass, suddenly we found some small bait fish moving around. So obviously, that's where we're going to focus around those. Weedy place with bait fish on top. Potentially, if there's some activity, we should find it there. And it's more, more interesting to focus on those spot within the spot. 10 minutes to go. Yeah. What do we do next? The entrance? The problem is, again, you know, if we stop at our best Zander spot, we are not going to make it for the stream. Potentially, we need to double check this. But if we want the stream at the Dosterkiel, we need to go straight. Yeah, let's go, Fred. Oh, let's go. Yeah, let's go. We can try it later again here. Yeah, anyway. So, jetzt geht's zum nächsten Spot. Jetzt heißt es wieder Zettis. Zwei Stunden sind rum. Zwei Fische haben wir schon gefangen. Das wird heute tough, Freunde, das wird heute tough. Während Westin und Quantum ihren Spots vorerst treu bleiben, macht B1 einen kleinen Stellenwechsel und Hammondbird nimmt eine längere Fahrt an die Mündung der Dortschen Kiel auf sich. Well,
Beim Pinkeln habe ich gerade eben auch festgestellt, dass hier Krautbüschel sind und ja, die werde ich jetzt mal anwerfen. Deswegen, da fischen wir ja ran halt an die ganzen Krautbänke hier. Da stehen eigentlich die Hechte drin. Ne? Hier auch, guck mal. Ja, ist hier überall. Fisch, Fisch, Fisch! Geil, geil, ich hab's gesagt! Geil, geil, geil! Ich hab's gesagt! Fisch! Geil, geil, geil! Oh, jetzt hängt der Kescher, ich dreh durch. Vorsicht, Hecht, schnell, schnell. Kleiner, nicht groß, aber scheiße, ist ein Hecht. Ja, scheiße, ja, scheiße, ja, renn mit. Ich musste gerade mal, Leute, und sage noch, keiner, aber ein Hecht. Der erste Hecht. Mann, Leute. Denki. Zone Ost. Ja. Zumindest mal ein Hecht. Ein kleiner, schöner Hecht. Oh, Mann, ey. Kleiner Pikey. Da ist er. Wir brauchen zwei Hechte. Und zwei Zander. Und zwei Zander. So. Ist er warm? Das gucken wir mal. So. Naja. Was hat er? Ist jetzt ein 60er. 60er Hecht. 60. 60 geht gleich wieder rein und bringt hoffentlich die Mama vorbei, ja? So, und guck mal, wer kommt da an Bord? Hier, Beiß. So, siehst du, die kleinen Hechte. Oh, so, erster Fisch auf der kleinen Hornet am dritten Tag. Es geht weiter, 10.36 Uhr. YPC 2023. Kleine Chance vielleicht ist noch, Paul, zum Schluss. Na klar. Ja, bis zum Schluss geht's. Also, drück die Daumen. Endlich auch etwas Hektik auf dem Boot von B1. Und dadurch ist jetzt schon klar. Auch an Tag 2 geht in dieser Gruppe keiner als Schneider nach Hause. Aber was meint Frank denn eigentlich mit kleiner Chance? Immerhin liegen Paolo und er mit knapp 400 Punkten nach wie vor in Lauerstellung und brauchen im Grunde nur zwei passable Fische, um nach vorne aufzuschließen. Dietmar und André suchen weiter akribisch nach ihrem zweiten Zander. Die Drift ist nicht gut, die Drift ist perfekt. Weiß ich. Das ist, besser kannst du gar nicht fischen. Wir machen ich muss aber versetzen, wir sind wieder zu flach, wir sind jetzt auf 5 Meter. Ja. Ich sehe weniger Fische, wir müssen einmal ganz kurz. Ja, was aber vom Fischen her ist es. Ja, ja, ich weiß. Ja, Köder wurde jetzt gewechselt von mir. Ich gehe jetzt auf unseren 9,5er Bultis, auf den kleinen Bullen. Eine kleine Erinnerung an Thun van Ham, unseren Kollegen. Der fischt den total gern auf Zander. Er sagt immer, es ist sein Lieblingsköder, auch in dieser Farbe, Sparkling Chartreuse. Ja, auf die Schockfarben haben sie reagiert, deswegen jetzt der kleine Junge hier. Yes! It's a small one, but it's a fish. Yes, the second one. The fish is active and we have 1 hour for the power hour, so we have to do it efficient. So I will release the fish and Henry will keep on fishing. So here she is. Nice. It's 57, yes. Die anderen Teams suchen, Henry und Gerald finden. Der zweite verwertete Biss in kürzester Zeit und Quantum liegt jetzt ganz dicht hinter Westin. Ein Hecht fehlt ihnen noch zur Full Card. Gerade läuft es aber zu gut mit den Zandern, um die Power Hour vorzeitig abzubrechen. Hammondbird ist inzwischen am nächsten Spot angekommen und hofft dort auf ähnliche aktive Zettis. Yeah, now we change a little bit our options. We were on the lake first. We stop like 20 minutes, half an hour on one Zander spot that we have on a drop, but there's no stream. And we didn't have any active fish on the lake, so now we want to be on a streamy place. So we arrive at a junction between lake and rivers. We check on the tide, and now the water is flowing inside, and that's what we like. So we want to fish this point for Zander. So let's hope we found some active ones now in the stream. Yes. Good job. Ich hatte davor wahrscheinlich einen Biss gehabt. Und dann kurz danach ist er hängen geblieben. Can you give me the Yep. The measuring tape?
Anspannung, Leute. Anspannung. Er ist verdammt klein, aber ich werde ihn trotzdem mal messen. Oh, it's really small. Er hat Maß und kommt gerade an die 45. Hä? 45. Okay. Grow a little bit. Okay. Das ist wahrscheinlich this is the smallest Xander we caught during the training, but it counts. It counts. It gives some confidence. Diesen Spot, den habe ich auch letztes Jahr schon beim YPC gefischt. Er bringt immer ganz gut und zügig ein paar Fische, wenn man zur richtigen Zeit diesen Spot befischt und wenn man auch weiß, wie man hier angeln muss mit der Strömung. Das Problem ist nur, hier gibt es nicht die größten Fische. Wir wollten den Spot einmal kurz anfischen, gucken, ob wir was bekommen, um einfach an der Full Card zu arbeiten. Wir werden aber gleich wieder weiterziehen. Wir sind hier wirklich krass am Spot-Hopping betreiben. Wir werden noch einen Spot befischen. Da hatten wir im Training auch etwas bessere Fische und vor allem auch Barsche. Und ja, die brauchen wir heute auch noch. Ah, wir brauchen eigentlich alles. Also auch von den Größen müssen wir eigentlich alle Fische noch upgraden. Aber wir sind dabei. Wir sind noch im Rennen. 3 Stunden geangelt, 3 Fische gefangen. Wir müssen so langsam ein bisschen Gas geben. Ja, wie man hier alles trifft, Leute, Freunde, ist natürlich ein riesen Angelgewässer hier. Hier lohnt es sich mit dem Boot auf jeden Fall herzukommen. Und da treffen wir gleich mal einen Altbekannten. Er hat auch ein Boot von uns, eine 555 Fisch Pro in einer mega Ausstattung. Und Mike, grüße dich. Und das macht es ja aus, ist die Begeisterung vom Boot, auch so Angelboot. Deshalb YPC Boat, finden wir ganz tolle Veranstaltung hier. Tolle Teams am Start, das weckt doch die Lust nach Bootfahren, nach Angeln. Herr Paule, und jetzt wollen wir noch einen Fisch fahren. Oder wir brauchen noch mehrere Fische. Paiki und dann zwei Zander. Ja. Manufaktur. Flo, was soll das? Du hast eine Banane mit. Unglaublich. Unglaublich. Und unglaublich. Da eigentlich sollen doch die Kameraleute nicht in das Geschehen eingreifen. Ja, und nicht parteiisch sein. Mit. Wir haben 2 Fische versemmelt. Wir fangen einen kleinen Hecht. Unglaublich. Und das alles wegen deiner Banane. Meine Herren, ich glaube, da werde ich mich ein bisschen beschweren. Der hele Dach. Ja, unglaublich. Ja. Unglaublich. Incroyable. Also mir fehlen die Worte. Das gibt's doch gar nicht. Und dann steht er noch im Weg, kriegt den Biss. Kann ich anschlagen. Und noch. Das ist ein Knaller. Dann macht er extra. Ja. Ab in den Fischkasten. Aber ganz vorsichtiger Biss, André. Ziemlich weit draußen. Dock. Hollands Dieb, was ist los mit dir? Wo sind deine Zander? Vielleicht hat aber Hecht und Barsch auch schlecht besetzt. Ja. Normalerweise kommen die doch immer um 12 Uhr mit so einer Schubkarre mit den Forellen, oder nicht? Ich schätze, die haben Beißer. Gut. Gut. Der kommt nicht hoch. Was ist? Den suchen wir, den brauchen wir. Der ist nicht groß, aber egal. Der ist. Wow.
Banane, ich sag es doch. Die Banane ist schuld. Ich denke mal, das ist ja 44. Ja, Maß hat er wohl. Ich hole mal kurz die Messlatte raus. Ja. Naja, also immerhin hat der Köder die favorisierte Farbe von Thun von Hamm, den ihr von der Ufer-Sequenz YPC erkennt, auch bei uns funktioniert. Und solltet ihr euch unbedingt mal im Laden mal anschauen. Und so. Boing. Jetzt komm. Make me happy. Oh, der hat das Maß. Ja, ja, 44, was habe ich dir gesagt? Vorne ist der Kopf an. Nein, der ist drüber, schau mal. Hier, 45. 45 ist drüber. Wow. Er ist drüber, Flo. Wie man sich über so einen kleinen Fisch freuen kann. Guckt euch das an. Ciao, ciao. Puh, full card. Das war Minimalzielen. Da war unser Gewässerwart wohl genau im richtigen Moment zur Stelle. Spaß beiseite. Weston macht die Karte voll und nimmt sich damit etwas Druck. Dietmar und André können sich jetzt in Ruhe überlegen, welchen Fisch sie als erstes upgraden möchten. Die ersten 4 Stunden sind inzwischen fast um. Kann ein Team vor der Halbzeit noch einmal zuschlagen? Der Bultis in 9,5 hat ja jetzt Fische gebracht in der Farbe Sparkling Chartreuse. Und jetzt gehe ich nochmal auf den 12er Shetties in der gleichen Farbe natürlich, weil die hat ja funktioniert. Und versuche vielleicht dadurch jetzt nochmal selektiv einen größeren Fisch zu kriegen, weil den 44er Zander, den sollten wir schon nochmal verbessern. Und deswegen kommt jetzt der 12er Shetties. Yeah, I was looking for the right one, but the left one took it already. Oh, that's nice. I actually waited a little bit. Yeah. Rod is nice. Playing finish there. It's working like this. They're really active. We did this in training and it was pretty hard, but now it seems they're on fire. It's 59.5, so we can make it 60. And we say in Dutch, Hatzeplatz. Yes. Wenn's läuft, dann läuft's einfach. Falls Gerard und Henry in der zweiten Tageshälfte den letzten freien Spot auf ihrer Karte mit einem passablen Hecht füllen, sollten sie das Halbfinale in der Tasche haben. Was das pelagische Angeln angeht, haben die Jungs von Quantum heute eindeutig die beste Figur gemacht. Gerards Köder hingegen sah schon mal besser aus. So this is how a shed look like after a lot of sanders. So you can see this shed works. And also look to the jig head. It's the 80 gram jig head. It's totally full of scars of from the sander teeth. So yeah. And that's also sometimes they grab only the head and that's yeah, then you have a really hard bite, but then you miss it totally. But most of the time they will grab the nice hooks, the special designs for this type of fishing. Okay, power hour is over, but it was actually pretty good. 2 zanders. Yeah, we caught the 2 or 3 zanders. 3 zanders, yeah. Yeah. So we also caught the upgrade and we had a lot of bites. Especially in 1 hour. Yeah. I missed really good. Yeah, I missed the first fish, a really nice one. I thought a 70 plus. And then later on I missed a really big one. Yeah, it looks on the screen like an 80 plus sander. So that's a pity. But yeah, after that we have a nice 60 plus and 60 sander. So yeah, and we all called them on the Harry Mary, the new Pelagic shed. Yeah. So that was good. Yeah, with the 80 grams jig head, so of their pelagic head. So that works pretty well. So let's go for the pikes now. Super interessant. Wir haben gerade die Stelle gewechselt. Paul nach Seekarte fahren und mit mal haben wir aufgesetzt, dahinter wieder tief. Da haben wir einen Steinhaufen gefunden, der nicht eingezeichnet war auf der Karte. Ja, definitiv, also das ist hier nicht eingezeichnet. Vielleicht bringt es ja Glück. Propeller hat, ja gut, gelitten. Deshalb Leute, immer dran denken, wenn ihr auf dem Wasser seid, Urlaub macht mit dem Boot, Ersatzpropeller mitnehmen. Ja, oder und vorher zu uns zum Service. Danke. Bis später. War nur die Finne, glaube ich, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Ey, macht mir schon wieder fertig.
Gibt's ja nicht. Fisch. Good one. On the left. I don't know what it is. Perch. No, fucking. It's a bream. No, it's a bream. It's a bream. Give me a break. No. That was a wake-up call. That was a wake-up call. Good strike. Yeah. Nah. Okay. Half of the day is almost done. And I think we're gonna sit down and see what type of change we need to make. And hopefully get more bite. We start to have fish, but clearly not enough to make a good comeback. Das Beste kommt zum Schluss. Freu dich auf die nächste Folge. Wir geben Gas. Das war Folge 3 in Gruppe B. Vor den letzten 4 Angelstunden ist Westin das einzige Team mit einer Full Card und führt die Tabelle an. Dahinter folgt Quantum, die sowohl bei den Barschen als auch bei den Zandern die besten Größen fangen konnten. Nach einer sehr starken Leistung beim Pelagen fehlt Henry und Gerald nur noch ein Hecht, auf den sie sich am Nachmittag voll konzentrieren können. B1 müsste möglichst schnell Erfolg mit den Zandern haben, um hier noch einmal angreifen zu können. Hamenwörth hingegen hat mit 2 Zandern trotz der geringeren Punktzahl womöglich die bessere Ausgangsposition für das Finale. Fred und Louis müssten aber auf jeden Fall die ein oder andere Brasse für die benötigten Wertungsfische liegen lassen. Ob das gelingt und wir am Ende noch einen echten Showdown erleben, seht ihr nächsten Donnerstag um 20 Uhr. Bis dahin viel Erfolg am Wasser. Kommentiert, liked, abonniert und macht doch mal einen virtuellen Bummel durch unseren Shop. Danke für den Support und bis bald. Ciao.